Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mutti bei meiner neuen Folge Starcraft 2 mit mir, mit den Muttibären gegen einen Terraner. Ach, Terraner, William Terraner, oder? Immer dieses Stress hin und her und dort Truppe. Naja. Terraner halt. Unser liebster Feind. So, wir spielen. Wir spielen. Together Opening. Damit wir safe für Sachen sind, die da geproxt werden. Weil irgendwie ist es gerade modern, Factory zu proxen und so ein Scheiß. Am Terraner. Und das ist eine komische Map, die ist so kantig und. So, und für den halt, wenn wir Proxy sehen, nehmen wir auch die Ruhe vor der Echse. Damit wir safe sind. Ja, gerade einen Supply Block rein. Nicht Supply Block rein. Na, wie nennt man das? No Geld! Moment. Wie muss ich das bauen? Sieht nach nichts anderes aus wie. Oh, Cyclists. Er hat auf jeden Fall ein Mech, also ein Mech-Schauwild mit Doppelgas. Da kommen meistens Cyclones. Oh. Zwei ins Gas. Haben wir irgendwie gerade verrafft. So, und jetzt können wir wieder angreifen. Und das ist so ein fieser Sack. Können wir uns scouten. Ja, dich kriege ich, mein Freund, dich kriege ich. Was ist denn das? Das habe ich auch noch nicht gehabt. Das wird wohl ein. Aber jetzt ist der Push. Hier sind die Dinger nochmal. Ganz wenig Gas. Na! Na! Mir fällt's nicht ein. Mir fällt's echt nicht ein. Mir fällt's echt gerade nicht ein, wie die Dinger nochmal heißen. Wir gehen gucken. Wir gehen einfach gucken. Gucken, wie sie heißen, hauen wir ab. Ich kriege mir auch den einzelnen Bürger noch. Marauder, Marauder heißen die Dinger. Genau so heißen die Dinger. Mal reingucken, ob man noch mehr davon hat. Den kriegen wir. 1-0. Oh, schon Panzer. Das wird ein Immortal Stalker. Ja, wisst schon. Nicht Stalker Push. Immortal Marauder Push. Gehen wir lieber zurück. So, ich bin ein bisschen ängstlich. So, er kommt da runter. Zu viel. Könnte ein Push werden. Warum lieber noch ein Schildbatterie? Eine ziemlich frühe Panzer. So, noch einen zweiten Observer. Und dürfen nicht vergessen, das hier zu bauen. Und noch ein Gate, noch ein Pylon dazu. So.
Stalker noch. Eigentlich sollte man jetzt safe sein dagegen. Okay, da ist ein Echse. Hat viele Tanks. Viele Tanks. Könnten noch einfach ärgern gehen, weil er hat nichts. Mach mal auf. So, Upgrades nicht vergessen. Ein bisschen stänkern. Panzer schon ausgefahren? Nö, er fährt noch ein bisschen mit seinem Panzer rum. Versuchen es doch nicht. Ist mir dann doch zu heikel. Na, du sollst Pylonen bauen. So, eigentlich müssen wir jetzt eine Echse nehmen. Bevor wir die Gates setzen. Machen wir auch. Nehmen wir die oder nehmen wir die? Die ist safer. So, wir stellen da oben noch eine Pylone hin. Man weiß ja nie. Einfach nur, um ein bisschen zu scouten. Ja, da denke ich mal auch gleich lostürmen. Jetzt hat er Medivex. Und das Upgrade noch, fällt mir gerade ein. Ja. Nicht genügend Energie. Aber noch geht uns nicht um den Sack. Noch Pylone setzen. Ach ja, das Upgrade, ich habe es vergessen schon wieder. Ich weiß noch nicht, ob er den tritt. Jetzt kommt er. Jetzt wird er kommen. Sehr schön. Aber eins noch vor. Brauchen wir den Koloss? Unbedingt. Das Upgrade unbedingt. Und geht runter. Nicht, dass uns da gleich überrascht. Echo, ja. Mineralienfeld, Erforschung abgeschlossen. Panzer hat er nicht mehr. So, wir gehen wieder zurück. Ich muss mal ein bisschen unser Echo. Weil wir wollten das Spiel eigentlich noch nicht beenden. Wir haben auch vieles vergessen im Nachhinein. Wir brauchen viel mehr Gates. Koloss dazu. Ein Stück davon. Mehr Gates. Ich bin hier in den Schatten.
viele. Können wir eine Echse nehmen. Nehmen das Upgrade, nehmen die ganzen Upgrades. Und das wird nicht reichen, was er da hat. Er sieht halt auch nicht, was wir machen, also. Nein, Koloss reicht. Wir stellen noch ein paar Pylonen irgendwo hin, damit wir nochmal gucken können, ob er kommt. Stehen dem weiter vor. Wir wollen hier auf jeden Fall Übungen. Mach den Meister spielen. Scheint wo. Ne, noch kommt noch nicht. Stellen jetzt mal ein paar Stalker hier in die Echo-Line. Oh, hier sieht alles gut aus. Das ist nicht, das reicht niemals. Ich weiß nicht, wie er da meine Army standhalten will. Hab ich nicht irgendwo noch einen Oprism gehabt? Da. So, Mineralienwelt erschöpft, kommt alles darüber. Hier mal irgendwo. Genau, das müssen wir mit Krone boosten. Krone boosten die beiden Sachen. Nee. Schon Upgrades. 2-2 hat er. So, und ja, das können wir ein bisschen ärgern. Und beenden das Spiel auch gleich. Drücken wir mal das. Und werden jetzt komplett seine Army killen. So diene ich. Wir sind das Licht der Erkennung. Oh, er kommt, glaube ich, zu uns. Der Dunkelheit. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das nicht so gut, wenn der Recall verschwindet. Also was heißt verschwindet, verschlechtert wird. Ich weiß es nicht, also zum Beispiel so ein... Er hätte jetzt meine Basis angegriffen und ich hätte, keine Ahnung, nur teilweise meine Armee zurückschicken können. Und der, ja, ich laufe halt als Protoss hinterher und das ist halt blöd. Finde ich richtig blöd. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Mutibier. Tschö, tschö. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Mutibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Mutibär. Tschö, tschö.